Servus, grüß dich und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial für Escape from Tarkov. Und zwar geht's heute um die Customs Exits. Dieses Video wird aufgenommen am 21.10.2018, also kurz bevor das 10.5 aufgespielt wird. Solltet ihr das Video viel, viel später sehen, könnte es sein, dass das Ganze nicht mehr aktuell ist. Wenn ihr weiterhin am Ball bleiben wollt, bei Tarkov alle News haben wollt und natürlich auch weitere Tutorials und Infos zu Tarkov, dann lasst mir doch ein Abo da und vergesst nicht die Glocke zu markieren, dass ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, sollte von mir ein neues Video kommen. Jetzt lange genug geredet, wir schauen jetzt auf Customs und ja, schauen uns die ersten Exits an. Bis gleich! Und schon sind wir auf Customs gespawnt. Und zwar auf der Seite der Boiler Tanks, die wir hier sehen. Auch zu Deutsch natürlich Silos. Hier, so nennt sich der Spawn. Wieso nennt sich der so? Weil früher konnte man sich die Seite auswählen, wo man spawnen wollte. Und da hieß der Spawn hier einfach Boiler Tanks. Und vom Boiler Tanks aus gibt es folgende Exits. Durch Drücken der Taste Doppel-O. Einmal, wenn ihr drückt, kommt nur die Uhrzeit und doppelt, wenn ihr drückt, werden euch die Exits angezeigt. Dorms VX, Crossroads, Trailer Park, RUAF Roadblock und Schmugglerboot. Hier haben wir jetzt einige Exits mit Fragezeichen. Fragezeichen bedeuten immer, es kann sein, dass ihr exiten könnt oder es kann auch nicht sein, dass ihr exiten könnt. Wir schauen uns jetzt gleich den ersten Exit an, den ihr von dieser Seite hier am schnellsten erreicht. Und zwar ist es gleich der erste, der wo ganz oben steht, Dorms VX. Bis gleich. So, und hier sind wir schon. Der erste Exit, den ich euch zeigen möchte, ist hier bei den Dorms. Hier haben wir die 2er Dorms, hier die 3er Dorms. Ich werde jetzt immer noch ein paar Schritte gehen, bevor dass wir bei Exit sind. Einfach, dass ihr auch ein bisschen Gefühl bekommt, wo die Exits sind. Wenn wir jetzt also bei den Boiler Tanks spawnen, ist dieser Exit eigentlich unser erste Möglichkeit, um zu exiten. Wir haben hier aber auch gleich einen besonderen Exit. Und zwar hat der Exit eine gewisse Voraussetzung. Und die Voraussetzung steht hier. Hier steht ein Auto. Und wenn wir jetzt hierher gehen, kommt eine Anzeige, dass wir 3000 Rubel benötigen. Und dann könnten wir hier diesen Exit nutzen. Vorsicht, seid ihr in der Gruppe unterwegs, reicht nicht 3000 Rubel für alle, sondern nur für einen. Sprich, wenn ihr jetzt einen verletzten Mate zum Beispiel habt, kann sich der hier für 3000 Rubel rausfahren lassen. Wenn das Auto weg ist, kann hier keiner mehr exiten. Also sprich, wenn hier jemand schon exited ist, ist es vorbei. Genau. Weiter zum nächsten Exit. So, Exit Nummer 2. Sehen wir hier, das ist hier eine markante Stelle, da werdet ihr oft vorbeikommen bei Customs. Diese Straße hier vorne ist der kleine kleine Kiosk und das Auto davor, in dem man immer echt guten Loot findet. Und hier, wenn wir jetzt hier den Berg runtergehen, Richtung Fluss, sehen wir hier, oder wir sehen es auch nicht, weil es noch nicht freigeschaltet ist, ein Lagerfeuer. Wenn hier ein Lagerfeuer und ein Boot ist, ist dieser Exit der sogenannte Schmuggler-Boat-Exit. Hier haben wir jetzt ein Fragezeichen davor. Sprich, das ist ein Exit, der nicht immer offen ist. Der schaltet sich sporadisch zu verschiedenen Uhrzeiten, schaltet sich der zu. Und auch hier kann man als Gruppe exiten ohne Probleme. Sie müssten nicht alle gleichzeitig, aber kurz darauf. Und dann kann es sein, dass der Exit wieder weg ist. Also dieser Exit ist nicht immer da, auf den könnt ihr euch nicht verlassen. Hier kann man sich zum Beispiel freuen, wenn man ziemlich verletzt ist und hier raus möchte, das Boot noch da ist, dann seid ihr ziemlich schnell draußen. Dieser Exit nennt sich Schmugglerboot. Oben rechts seht ihr nochmal, das ist der letzte Exit, der angezeigt wird. Den nächsten, wo wir uns anschauen wollen, ist der RUAF Roadblock. Bis gleich. So, und jetzt sind wir auch schon kurz vorm RUAF Roadblock.
Ihr seht, wir sind jetzt hier die Straße entlang gegangen. Hier dahinter ist dieser Schmuggler-Exit. Da sind wir vorher losgegangen. Also hier ist so schräg. Hier unten ist der Fluss. Und hier haben wir jetzt diesen RUAF-Roadblock. Der nächste Exit, der nicht unbedingt offen sein muss. Und auch hier ist er jetzt aktuell nicht offen. Woran erkennen wir das? Hier ist ein Scheinwerfer. Der, wenn leuchtet, dann könnt ihr hier raus. Aber nur dann, wenn der hier leuchtet, könnt ihr hier exiten am RUAF Roadblock. So, jetzt kommen wir noch zu den zwei Exits, die immer offen sind, wenn ihr bei den Boiler Tanks spawnt. Habt ihr eigentlich schon mal in Wasser geschossen? Schaut doch cool aus, oder? Noch nie aufgefallen. Aber zaubert mir wieder mal ein Grinsen in mein Tarkov-Gesicht. So, und jetzt kommen wir zu dem Exit, wo ihr immer raus könnt, wenn ihr bei den Boiler-Tanks spawnt. Und zwar, hier drüben haben wir die Garagen, hier ist die große rote Customs-Halle, hier ist der Trailerpark und der Exit befindet sich hier in diesem Wäldchen und nennt sich auch Trailerpark. Also hier, wenn ihr reinkommt und die Uhr fängt an zu laufen, könnt ihr exiten. Wir wollen das nicht, weil wir zeigen euch jetzt noch, wieso wir? Ich zeige euch jetzt noch den letzten Exit. So, ich bin jetzt extra noch ein bisschen zurückgekommen, weil meistens geht man zu dem Exit, wenn man hier rüberkommt. Also, ihr seht, hier hinten ist der Zug. Und da wiederum dahinter ist die Brücke. Und wenn ihr hier die Straße entlang geht, sehen wir den zweiten Exit, der immer offen ist. Ich muss natürlich immer dazu sagen, das Video wird jetzt heute aufgenommen am 21.10.2018. Das Ganze kann sich natürlich alles noch ändern. Also sollte jemand das, was man sich 2019 anschauen und es hat sich ganz viel geändert, dann hoffe ich, dass schon wieder ein neues Video von mir auf meinem Kanal ist. Aber zumindest jetzt aktuell ist es so, dass diese Exits immer offen sind. Und ihr seht, hier können wir jetzt extracten. Dieser Exit nennt sich Crossroads. So, jetzt haben wir damit alle Exits durch, die von der Boiler Tank Seite aus möglich sind. Also ich habe zwei Exits, die eventuell offen sind. Ich habe einen Exit, da wo ich bezahlen muss, um rauszukommen, aber der wiederum auch nur eventuell da ist. Und ich habe wirklich zwei Exits, wo ich über die ganze Map muss, die immer offen sind, wo ich hundertprozentig sicher bin, dass ich herauskomme. Außer es ist ein Exit-Camper da, aber mittlerweile gibt es das eigentlich in Tarkov nur noch sehr, sehr selten. Jetzt schauen wir uns noch die Exits von der anderen Seite aus an. Sprich, wenn ihr auf der anderen Seite spawnt, bei der Customs-Halle spawnt. Bis gleich. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite gespawnt, und zwar hier am Trailerpark. Und ihr seht, hier haben wir weniger Exits. Und insgesamt sind es hier nur vier, dafür drei, wo jeweils ein Fragezeichen ist. Der erste Dorms V-Exit, den kennen wir schon, den gibt es also quasi von beiden Seiten. Da, wo ihr bezahlen müsst für die 3000 Rubel mit dem Auto, den möchte ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Wir werden uns jetzt als erstes zu der Old Gas Station bewegen. Das ist ein Exit, der ziemlich gefährlich ist und der auch nicht immer offen ist. Aber auch hier zeige ich euch, wie man erkennt, ob der offen ist oder nicht. Dann gibt es noch weitere zwei Exits. Einer, der immer offen ist und der andere auch, wo man schauen muss, ob er schon geöffnet ist oder eventuell nicht. Wir sehen uns in der Old Gas Station. Die Old Gas Station. Jedem Tarkovianer ein Begriff. Euch Neulingen bestimmt auch bald. Die Old Gas Station ist eine alte Tankstelle. Ihr seht, hier haben wir die eine Halle mit den zwei Waffenkisten. Hier vorne ist die Abkürzung. Und hier dahinter ist die Old Gas Station. Hier hat jeder Tarkovianer schon einige
Fights genossen und ja, ein richtig schönes Gebiet, schön angelegt. Und auch wegen dem Loot interessant. Aber deswegen sind wir nicht hier, wir sind wegen dem Exit hier. Und zwar seht ihr hier diesen grünen Rauch. Wenn dieser grüne Rauch da ist, könnt ihr euch hier durch die Scuffs durchkämpfen. Hier die Türe öffnen. Und dann. Dann diese Tür öffnen. Und hier exiten. Nur wenn der grüne Rauch da ist. Sonst nicht. Sonst habt ihr keine Chance hier zu exiten. Hier sehen wir den Rauch und hier sehen wir den Rauch. War früher nicht so. Haben es jetzt eben auch sporadisch gemacht. So, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Exit. Der, ja, auch nur hin und wieder offen ist. Bis gleich. Und dieser Exit ist gar nicht weit weg von der Old Gas Station. Die Old Gas Station ist genau hier. Wir sind jetzt quasi auf der Brücke, da wo wir vorher drauf und gleich in die Gas Station rein sind. Und hier sind die Gleise. Und die Gleise können wir entlang gehen. Hier Richtung dieser großen Hallen. Und hier in dieser Kurve ist ein bisschen verdeckt hinter den Bäumen so ein kleiner Bunkereingang. Und ihr seht hier, ist ein Scheinwerfer und der leuchtet ähnlich wie beim ROF Roadblock. Könnt ihr hier raus, wenn dieser Scheinwerfer leuchtet. Vorsicht, hier ist Stacheldraht in den Büschen. Also seid hier bitte vorsichtig, nicht dass ihr gerade wenig Leben habt und dann auch noch hier im Stacheldraht verendet. War früher viel schlimmer, da hat man viel mehr Schaden kassiert, aber es gibt nichts, was hier nicht gibt. Hier liegt auch noch eine Leiche und eine Moonkiste. Ja, und hier können wir exiten. Wie gesagt, Licht muss brennen, dann ist das Ganze möglich. So, und jetzt kommen wir zum Schluss noch zum Exit, der immer offen ist, wenn ihr auf der Customs-Hallen-Seite spawnt. Auch diesen Exit möchte ich euch jetzt ein bisschen detaillierter zeigen, weil das ja der meistgenutzteste ist. Und hier ist die normale Tankstelle, also nicht die Old Gas Station, sondern die normale Tankstelle mitten in der Karte von Customs. Und hier gibt es diese zwei Durchbrüche und hier ist der Military Checkpoint. Und hier, wenn ihr durchgeht, seht ihr hier bei den Boiler Tanks. Und hier kann man durchlaufen, bis ihr zur nächsten Straße kommt. Das ist quasi so ein Rundweg. Die Straße geht hier so rundum. Hier immer vorsichtig sein. Hier gibt es immer ein paar Scavs, die noch herumlaufen. Und dann, wenn ich hier... Hier ist also als Orientierungspunkt auch nochmal die Gleise hier oben. Und hier haben wir wieder so einen Bunker-Exit. Und zwar ist es, wie gesagt, der Exit, der immer offen ist. Hier braucht man kein Licht dafür. Und zwar der ZB011. Und dann war es auch schon mit allen PMC-Exits auf Customs. Es wird noch ein weiteres Video geben mit der reinen Scav-Exits. Aber ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wer noch nicht abonniert hat, doch ein Abo. Dann erfahrt ihr immer alle Neuigkeiten zu Tarkov und auch alle weiteren Videos von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Pfiat euch, Servus, euer Dr. Bü. Thank you.